Sie spielten sich geduldig nach vorne. Und dann der Pass auf Jotoft. Hält. Und noch keine Minute gespielt. 2:1. Was für ein Auftakt in die zweite Halbzeit. Rolf Christel Guimien. Wieder ein Neuer. Der Torschütze. Wieder ein Tor nach einer Flanke, wie schon beim 1:0. Aber wo war denn da bitte schön die Duisburger Hintermannschaft? Achtung, die Flanke von Held. Drei Mann orientieren sich nach vorne auf Salou und gehen ja völlig frei. Kein Problem für den Mann aus dem Kongo. Frankfurt hat einen neuen Publikumsliebling. Schon mal, weil er seine Tore feiert wie kein Zweiter. Achtung, einmal das Füßchen hinhalten und dann kommt der schwierige Teil. Naja, in der Beinarbeit können wir noch ein bisschen feiern.